Du musst es alles wieder auseinandernehmen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute geht es mal um ein kleines Thema, was aber große Auswirkungen haben kann. Und vielleicht machst du das ja auch falsch. Ja, kann ja sein. Und wir gucken uns das heute mal was an. Ist eigentlich null spektakulär, aber sollte man trotzdem ein bisschen im Hinterkopf haben. Und zwar, schaue ich jetzt gerade mal nach, geht es um das Thema Wellenlichtringe. Jetzt weiß ich, dass das jetzt eigentlich nicht sonderlich spektakulär ist. Ne? Ich habe jetzt hier zwei Wellenlichtringe und die habe ich natürlich gekauft bei Autohupe. Autohupe.com wisst ihr mittlerweile, einfach in eurem Browser eingeben. Danach könnt ihr die entsprechenden Produkte raussuchen, könnt direkt auschecken, wie bei PayPal oder ein Kundenkonto anlegen. Ihr habt sämtliche Versanddienstleister, ihr habt ein 200-tägiges Rückgaberecht, ihr habt zig verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Das Ganze wird rucki-zucki geliefert und die Versandkostenpreise, würde ich sagen, sind auch in Ordnung. Ja, breite Programme und eben alles so, was dazu gehört, ist alles da. Einfach mal ausprobieren und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die ersten Zuschauer haben es ausprobiert und haben zum Beispiel im Livestream eigentlich so ganz positiv darüber gesprochen. Ne? Also ist schon mal gut. Aber genug Werbung gemacht. Wir gehen jetzt noch mal in den Shop oder ich blende jetzt euch zumindest schon mal was ein, wenn ihr zum Beispiel Wellenlichtringe sucht. Ich gebe jetzt einfach mal parallel einfach mal irgendwelche Fahrzeugdaten ein und blende euch jetzt quasi die entsprechende Seite ein. Und da seht ihr theoretisch, dass es eben noch Eigenschaften gibt, auf die man achten muss. Jetzt kann man sagen, das ist mir eigentlich scheißegal, was da für Eigenschaften sind. Ich will, dass der Dichtring dicht ist. Mehr nicht. Ja, der soll einfach nur dicht sein und dann ist auch gut. Aber es gibt eben unterschiedliche Technologien von Dichtringen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Es gibt ein, ihr wisst es, einen ganzen Arsch voll Technologien, aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen. Diese normalen Dichtringe, wie ihr sie alle kennt, die sind ja aus Gummi, ne, oder aus Kunststoff. Das ist auch erstmal jetzt nichts Besonderes, weil glaube, gibt es welche aus Metall? Nee, wüsste ich nicht. Also die sind irgendwie alle aus Kunststoff. Aber ich glaube, ihr kennt die Dinger. Die haben natürlich hier eine Dichtlippe, die jetzt hier drin ist. Ich muss mal immer mein Gesicht so ein bisschen da weghalten. So, und ihr habt natürlich jetzt hier, das weiß ich jetzt nicht, ob ihr das auch sehen könnt, andernfalls blende ich euch das Bild natürlich entsprechend ein, haben die aber so eine Spannfeder, ja, eine Feder eben einfach, die letztendlich dafür sorgt, dass sich diese Dichtlippe dran drückt. Okay, wenn ihr das Ding natürlich jetzt montieren wollt, könnt ihr das, viele machen hier Fett rein, Öl rein, von außen und von innen Öl, kann man alles machen. Ist jetzt auch nichts Verwerfliches dran, beziehungsweise, ja, ob du da jetzt Motoröl nimmst oder irgendwas anderes, das ist eigentlich egal. Ja, ich kannte sogar mal Leute, die haben das Ding hier von innen gefettet. Wichtig ist aber natürlich einfach, wenn du das so drauf machst, dass du immer aufpasst, dass sich diese Dichtlippe nicht umkrempelt. Aber im Großen und Ganzen wisst ihr, glaube ich, alle, wie man einen Dichtring montiert. Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das Problem ist ja oftmals, gerade bei älteren Kurbelwellen oder älteren Wellen, die abgedichtet werden müssen, nämlich jetzt nicht nur die Kurbelwelle, sondern auch die Nockenwelle, habt ihr ja das Problem, dass sich oftmals genau diese Dichtlippe schon fast in die Kurbelwelle oder Nockenwelle oder welche Welle ihr auch immer abdichten möchtet, reinschneidet. Ja, also wenn ihr praktisch den Dichtring dann durchaus oder den gleichen Dichtring nehmt wie den alten, der wirklich den gleichen Aufbau hat, dann kann es schon mal sein, dass der nicht dicht wird, aber dann liegt es daran, dass die Welle eingelaufen ist. Also auch ein bisschen darauf achten, ob die Welle wirklich in Ordnung ist und dann ganz einfach montieren. Ne? Könnt ihr jetzt eine Nuss nehmen, Dengel, Dengel, fertig, aus. Und dann ist alles schön. Der nächste Dichtring, den ich natürlich jetzt hier habe, jetzt habe ich die Montagehülse wieder montiert. Er wird ja oftmals mit so einer Hülse hier geliefert. Wenn ich die jetzt einfach mal abmache, das Ding solltet ihr übrigens erst bei der Montage abmachen. Mache ich jetzt ganz einfach mal raus. Dann werdet ihr sehen, dass dieser Dichtring, ich mache jetzt wieder mal, drehe den jetzt wieder mal so ein bisschen, der hat keine Feder dahinter. Das heißt, der dichtet anders ab. Okay, der dichtet zwar auch ab, aber er hat natürlich jetzt nicht diese messerscharfe, in Anführungsstrichen, Nase, die dann wirklich auf dieser Welle ziemlich hart abdichtet, um das jetzt mal so zu formulieren. Das heißt, ihr habt praktisch zwei unterschiedliche Dichtringtechnologien. Und
Warum macht man das? Das ist eher so die Oldschool-Variante. Ja, gibt es gefühlt seit, keine Ahnung, seitdem es Kurbelwellen-Simmeringe gibt, also schon verdammt lange. Und das sind eher so die neuen Varianten. Und der Unterschied ist immer, dass diese Art von Wellendichtringe, man spricht da von PTFE-Wellendichtringe. Jetzt kann man sagen, das ist schön, PTFE-Wellendichtringe, tolle Wurst. Aber genau da findet ihr, oder ich sag mal, deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich schaut, welche Art von Dichtring habt ihr denn? Ja, wenn ihr also praktisch jetzt eine Kupplung macht und ihr braucht dann plötzlich wieder einen Wellendichtring, ne, Kurbelwellendichtring, dann kann es ja sein, dass der aus PTFE ist. Und wenn ihr das nicht wisst, dann ist das A blöd, aber jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum ist das so wichtig? Weil, das ist relativ einfach und da machen viele Leute eben den Fehler und daher die Frage, ob du diesen Fehler vielleicht auch machst, ich weiß es nicht, ja, ist, alte Technologie bedeutet montieren, zusammenbauen, starten, rausfahren, ja, egal wie viel Zeit du in Anführungsstrichen nach der Montage brauchst. Das heißt, wenn du in einer halben Stunde fertig bist, kannst du wirklich sagen, Wellendichtring montieren, zusammenbauen, starten, rausfahren. Okay? Und wenn das Ganze nur 10 Minuten sind, weil du eben rucki-zucki unterwegs bist, dann dauert das Ganze nur 10 Minuten. Bei dem PTFE-Wellendichtringe, und deswegen ist es wichtig, dass das auch angegeben wird, aus was für Material der steht, und das ist das Gute, dass es eben bei Autohupe in den technischen Eigenschaften steht. Wenn ich es euch jetzt noch nicht eingeblendet habe, dann werde ich das an dieser Stelle tun. Und da seht ihr, dass eben unterschiedliche Angaben vorhanden sind, unter anderem auch PTFE. Und wenn ihr das lest, dann könnt ihr nicht einfach einbauen, zusammenbauen, rausfahren, sondern es gibt eine Wartezeit einzuhalten. Und da liegt meistens der große Fehler. Das heißt, du willst schnell fertig werden, kannst du aber eigentlich nicht, weil da gibt es auch eine technische Dokumentation, die blende ich euch natürlich entsprechend auch ein. Und da werdet ihr sehen, dass man nach der Montage vor dem ersten Start, also bevor man startet, Montage, du kannst alles wieder zusammenbauen, ja, darfst aber nicht starten, und zwar für 4 Stunden, okay? Du musst eine Wartezeit von 4 Stunden einhalten. Ich sag's jetzt so an dieser Stelle, das hab ich mir nicht einfallen lassen, okay? Das ist einfach allgemeine, ja, wie soll ich das sagen? Das ist die Regel, ja, oder das ist die Einbauanweisung. Ja, und das wird also jetzt auch nicht nur von einem Wellendichtringhersteller gesagt, dass du eine Wartezeit einhalten musst, sondern alle, die letztendlich PTFE-Wellendichtringe herstellen, muss es bei dir Klick machen, hey, da war mal was. Ich habe mal gehört, das ist aber Hörensagen, ihr wisst, ne? Hörensagen ist nicht wirklich zu 100% Wissen, dass auch 2 Stunden reichen. Ja? Aber 2 Stunden können ja reichen, weil du sowieso vielleicht 2 Stunden brauchst, um das Getriebe einzubauen, ja, vielleicht. Oder um den Steuerkettendeckel wieder zu montieren, brauchst du vielleicht sowieso 2 Stunden, je nachdem, was für ein Auto das ist, ja. Aber du darfst eben nicht, auch wenn du schnell machen willst, PTF-Wellendichtringe montieren und dann sofort starten und rausfahren, ja. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen, das machen sehr viele Leute eben falsch. Warum ist das so? Der hat, wie gesagt, eine Feder und der Wellendichtring ist natürlich entsprechend gestresst, wenn man ihn montiert, und der braucht natürlich dann so eine gewisse Zeit, bis der sich letztendlich wieder anformt, wieder an die Welle anschmiegt. Okay? Dafür braucht er Zeit und dann ist er in der Regel genauso dicht oder besser, ja, dichtet besser ab, weil ihr natürlich auch andere Temperaturen mittlerweile in den Motorblöcken habt. Ja, also diese Standard-Wellendichtringe halten das nicht immer aus. Und da ist dann auch der Qualitätsunterschied. Okay? Also der Qualitätsunterschied ist jetzt nicht unbedingt in der Passgenauigkeit, weil ich denke mir immer, dass jeder so ein Ding auch, keine Ahnung, aus dem Vollen schnitzen kann, damit das ganze Ding dicht ist. Aber die Kunst ist wirklich, diese PTFE-Wellendichtringe so zu fertigen, dass die Sachen danach auch wirklich dicht bleiben. Ja, es kann nämlich passieren, dass, wenn du da nicht drauf achtest, der Wellendichtring wieder undicht wird. Und dann, was machst du dann? Ja, unabhängig davon, ob es dann jetzt vielleicht Gewährleistung ist oder nicht, oder du dich ärgerst, ja, du musst es alles wieder auseinandernehmen.
Okay? Deswegen halt dich an diese Wartezeit, schaut euch die Eigenschaften durchaus an. Bei Autohupe.com sind die Eigenschaften zum Teil angegeben in das, was ihr braucht. Und das ist eben bezogen auf Wellenlichtringe die wichtigste Eigenschaft. Natürlich auch die Abmessung. Aber achtet, wie gesagt, auf die Eigenschaften, dann wisst ihr auch, dass ihr ein bisschen warten müsst. Ja? Letztendlich ist das den hohen Temperaturen und der in Anführungsstrichen längeren Lebensdauer sowie anderen Kurbelgehäuse-Temperaturen geschuldet, dass so eine Technologie eingesetzt wird. Ob das Sinn macht, überlasse ich jetzt euch. Ob ihr das gut findet, überlasse ich auch euch. Ich wollte es euch nur sagen, weil man ist ja, wenn man auf Zack ist, manchmal schneller. Ja? Deswegen achtet darauf. Schaut auf jeden Fall bei Autohupe vorbei. Das war es in diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.